Liechtenstein liegt am Albtrauf der Schwäbischen Alb auf einer Höhe von 817 Metern über Normalnull über dem Tal der Ichatz, die als kleiner Nebenfluss des Neckars etwa 250 Meter tiefer im Tal entspringt. Rund 500 Meter südöstlich des Schlosses befinden sich Reste der Ruine der mittelalterlichen Burg Altliechtenstein. Die Geschichte: An der Stelle des heutigen Schlosses wurde um 1390 die Burg Liechtenstein errichtet, nachdem die in der Nachbarschaft liegende Vorgängerburg Altliechtenstein 1381 im Schwäbischen Städtekrieg zerstört und danach aufgegeben worden war. Die neue Burg Liechtenstein galt als eine der wehrhaftesten des Spätmittelalters und widerstand allen Angriffen. Ihre strategische Bedeutung schwand allerdings mit der Zeit und 1567 verlor sie ihren Status als Herzogssitz. Sie wurde nun als Forsthaus genutzt. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Forsthaus als Teil der Pfandschaft Achlam von der Tiroler Linie des Hauses Habsburg in Besitz genommen. In der Folgezeit verfiel die Anlage allmählich. Der letzte Liechtensteiner fiel 1687 im Kampf gegen die Türken. Da keine weiteren Nachfolger bekannt sind, gelten sie seither als ausgestorben. Noch heute ist im Rittersaal des neuen Schlosses Liechtenstein an der Wand das ursprüngliche Wappen der Liechtensteiner dargestellt. Der goldene Engelsflügel auf blauem Grund. Ob die Linie des Kieferlis, Albert Kieferli, Herr zu Liechtenstein, Prior, Kloster Mariaberg,